Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kommissar, Sie haben darauf hingewiesen, dass Menschenrechte Kernwerte der Europäischen Union sind. Wir haben im letzten Dezember voller Stolz den Lissabon-Vertrag verabschiedet und als Annex dabei rechtsverbindlich die Charta der Menschenrechte. Und es ist vollkommen richtig und wichtig, was Sie gesagt haben, wir müssen diese Menschenrechte überall verteidigen und müssen unser auch wirtschaftliches Handeln daran ausrichten. Nun hatten Sie darauf hingewiesen, das ist schwierig. Es ist aber schon gesagt worden, gerade bei den Produkten aus Laogai gibt es eine Auflistung von den Lagern. Ich habe so ein Buch hier, da ist das alles drin. Da steht drin, welches Gefängnis unter welchem Handelsnamen welche Produkte herstellt. Man kann das also recherchieren und darum hat ja auch zum Beispiel die Laogai Research Foundation sowohl international als auch europäisch, wo der Präsident heute auch im Raum ist, Peter Müller, Sie an den Kommissar de Gucht angeschrieben und ihn gebeten, einmal eben den Sonderbotschafter der UNO wirklich überall hinzulassen in lagereigener Wahl und zum anderen zu prüfen, ob man ähnlich wie die USA, die da mutiger ist als wir, nicht Zollpräferenzen für solche Produkte zeitweise aussetzen kann. Und ich frage Sie, wie weit diese Prüfung gediehen ist, die die Kommission uns zugesagt hat.